Hallo und herzlich willkommen zu RetroPlay. Hallo zusammen. So, es ist wieder Atari-Zeit, Jan. Schon wieder. Schon wieder. Tatsächlich, nach langen Jahren dann doch so viel. Doch so viel und aber diesmal spielen wir nicht für Atari 8-Bit-Home-Computer. Nein, sondern wir spielen heute für den guten alten Atari 2600 VCS. Genau, Video Computer System. Mhm. Genau. So, und zwar spielen wir ein Spiel, das seinerzeit eigentlich sehr bezeichnend für den Atari gewesen ist. Und wir spielen aber nicht das Original, sondern wir spielen einen Klon. Okay. Und zwar einen der ersten Weltraum-Shooter überhaupt. Und in diesem Fall ist es von der Firma Activision ein Klon. Und zwar Star Master. Oh, Activision ja für Qualitätsspiele bekannt. Ja. Ehemalige Atari-Mitarbeiter, die sich dann selbstständig gemacht haben. Genau, also in dem Fall programmiert von Alan Miller, einer der Mitbegründer von Activision, später auch Mitbegründer von Accolade übrigens. Und bei Activision war es ja so, das waren ja wirklich alles abgegangene Atari-Entwickler, die irgendwie aus Frust irgendwie da eins entgegensetzen wollten. Und das Interessante ist, wenn man da recherchiert, egal was die rausgebracht haben, die haben ja immer ähnliche Spiele rausgebracht, wie es schon von Atari irgendwie diese Spiele gegeben hat, haben die aber irgendwie modifiziert, geändert, verbessert, wie auch immer man das sehen möchte irgendwie. Und man kann darauf schwören, dass das Erscheinungsjahr immer das gleiche ist wie das Erscheinungsjahr der Atari-Version. Okay. Also es war ganz interessant zu sehen. Die haben ja auch sich gegenseitig da juristisch bekriegt und das war im Jahr 82, was ja dann irgendwann 83 auch in dem Videocrash geendet ist und so weiter. Genau. Also heute Star Master, angelehnt an das Original von Atari, Star Raiders. Mhm. Ja, also ein absoluter Atari, eine Legende eigentlich. Kein Klassiker mehr, sondern eine regelrechte Legende. Dennis, hast du das schon mal gespielt? Nein, ich habe auch vorher noch nicht von gehört. Von Star Raiders hatte ich gehört, von Star Master noch nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir werden jetzt in den Weltraum starten und um uns schießen. Das tun wir. Und dabei wünschen wir euch, wie immer, viel Spaß. Viel Spaß. So, Star Master. Mein erster Weltraum-Shooter, wenn man es so nennen kann, war ja Elite. Ja. Wobei das jetzt auch schon mehr als nur ein Shooter war. Mhm. Also natürlich sehr großartige Kampfsequenzen. Ich habe da viele Targoiden platt gemacht, aber auch Handelsspiel und so. Aber Star Master oder auch Star Raiders habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Also die Historie ist ja, Star Raiders ist ja tatsächlich schon im Jahre 1979, das muss man sich mal vorstellen, 1979 erschienen. Im Arcade oder? Nee, zusammen mit den, das war eigentlich das Spiel, mit dem der Atari 400 und 800 quasi beworben wurde auch. System Seller. Mhm, genau. Und die Atari 2600 Version kam 1982, genauso wie die Star Master Version, die wir jetzt spielen, halt von Activision. Das ist immer noch 3 Jahre vor Elite. Ja. Ja. Jahre. 84 war Elite. 84, auf dem BBC dann Micro. Ende 84. Das kann sein, ja. Gut, bevor wir näher reingehen, noch herzlich willkommen an die Zuschauer bei YouTube und an die Zuschauer bei Twitch. Auch das Atari-Video hier nehmen wir wieder live auf und gucken zwischenzeitlich immer mal in den Chat hinein, was es da so gibt, was es an Fragen gibt und vielleicht auch noch Tipps, zumindest mal für mich, weil ich kenne es ja nicht. Dann zeig mal, was haben wir denn dazu da? Wir haben einmal das Star Master Modul. Typischer Activision-Look mit diesem nachgemachten Bildschirmausschnitt, das ist kein Originalbildschirm, nachgemachter Bildschirmausschnitt und oben die Schrift und so weiter. Und wichtig bei den Activision-Cartridges ist immer, dass man darauf achtet, dass da International Version draufsteht, wenn man ein PAL-System hat. Weil ansonsten hat man nämlich die NTSC-Version. Was spielbar ist, glaube ich, auf einer PAL-Konsole, hat aber Falschfarben dann. Richtig, und das sieht teilweise ziemlich gruselig aus. Ja. Also es ist theoretisch spielbar. Ich habe auch das ein oder andere NTSC-Modul, aber es sieht halt nicht schön aus. Ja. Genau. So. Anleitung haben wir noch. Dann haben wir 2 Anleitungen sogar. Oh. Weil es gibt einmal diese grundlegende Anleitung, auch das im typischen Activision-Look mit so einer komischen Zeichnung. Ich mag sie ehrlich gesagt, ich habe sie nie so richtig gemocht, diese Activision-Zeichnung.
Und dann gibt es noch einmal The Power of Star Master. Das ist, sollte man dann auch erst lesen, wenn man richtig gut trainiert ist und so weiter. Okay. Und was man hier natürlich wieder schön sieht, das war ja das, worauf es den Activision-Leuten ankam. Hier ist Alan Miller, richtet noch ein paar Worte an die Gamer, fordert auch dazu auf, ihnen seine Highscores zu schicken und so weiter. Mhm. Er wäre da interessiert dran. Das war ja das Besondere. Bei Atari durfte ja keiner irgendwie seinen Namen irgendwie hinterlegen, was dazu geführt hat, dass der eine oder andere das versteckt versucht hat und dann bei auch rausgeflogen ist. Adventure war doch da. Irgendwo gab es einen geheimen Raum. Da gibt es einige. Ja. Gibt's einige. Genau. Und ansonsten sehe ich hier schon Warp Travel, Engaging the Enemy, Docking with a Starbase. Also das klingt, das klingt komplex, aber wir haben ja den Jan, so der uns das, ist das nicht. Erklären kann. So. Dann würde ich sagen, starten wir mal. Das heißt, ich klicke hier jetzt einfach auf Select. Mach doch. Okay. So, und wir schalten um, dass ihr auch was seht. Das spielen wir jetzt auf Stella, heißt der Emulator, mit dem wir das machen. Genau, das ist der typische Atari 2600 Emulator. Den muss man immer so ein bisschen blöde mit den Controllern konfigurieren. Dafür kann er theoretisch sogar Paddle-Controller und so weiter, wenn man denn den richtigen Adapter da auch dran hat, der eben quasi auch Spannung auf die DB9-Ausgänge dann da gibt, haben wir hier leider nicht. Aber hier brauchen wir auch nur einen Joystick, insofern kein Problem. So, ich sehe schon einen Sternenflug. Ja, einen Sternenflug. Und wir sehen hier unsere Energie. Und wir können jetzt eigentlich nur starten. Es gibt verschiedene Stufen. Wir starten jetzt einfach mal. Ich erkläre das mal ganz kurz. Wir fliegen jetzt hier quasi in einem bestimmten Sektor. Jetzt müssen wir nur gucken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was war denn die TV-Color? Die F4. Mit der TV-Color Schiebetaste auf der Konsole selber kann man quasi hier diese Sternenkarte aufrufen. Okay. Und wir haben jetzt hier quasi dieses Kreuz, wo wir sagen können, wir wollen hier hin. Das sind Sternenbasen hier. Mhm. Die müssen wir schützen und das sind die Angreifer hier, diese Punkte. Und wir können jetzt in einen Sektor fliegen, indem wir jetzt quasi sagen, okay, wir fliegen jetzt hier hin. Dann wird jetzt geworfen. In diesen Sektor. Müssen hier aufpassen, dass wir irgendwelchen Asteroiden ausweichen, die uns entgegenkommen. Und wenn wir in dem Sektor angekommen sind, jetzt die Gegner, genau, dann blinkt das und dann kommt auch schon der erste. Er öffnet auch gleich das Feuer auf uns. Ah, die sehen so ein bisschen aus wie Birds of Prey. Ja. Also so wie Klingonen. Ist wie bei Star Raiders, wo alles kopiert ist von allen möglichen Science-Fiction. Aber man kann die Raketen abschießen. Ja, wenn du rechtzeitig machst. Das Geblitze ist ja ein bisschen. Da ist noch einer. Da. Okay. Da ist noch einer. Ja, du hast nur den Schuss getroffen und nicht den, die Rakete selber. Also den. Da ist ein Raumschiff. Ja. Ich muss auch. So. Okay, jetzt haben noch 4400 genau, Energie. Wir haben ziemlich Federn gelassen. BW-Mode? Color-Mode? F3 war das. Okay. F3, F4 ist das so. Ah, ja. Genau. Okay, ich würde sagen, wir fliegen mal zu einer Sternenbasis, in der Hoffnung, dass wir das mit der Energie auch noch hinkriegen. Ja, da war wieder ein Asteroid. Und das Warp-Manöver kostet auch ordentlich Energie. Genau. Aber wir schaffen das, kein Problem. Jetzt müssen wir hier andocken, den nicht abschießen. So, jetzt sind wir wieder frisch betankt, können weiter auf Jagd gehen. Der Cracky64 schreibt im Chat gerade, Epilepsie-Warnung ist raus. Ja, das ist jetzt Schaum vorm Mund. Opa Manni sagt, geiler Sound, wie früher, ja. Das erinnert, wir hatten ja mal Return of the Jedi gespielt für den VCS. Ich glaube, ich ähnlichen Sound. Boah, die sind aber ballergütig hier. Verdammt nochmal. Ja, das sind halt Klingonen. Den habe ich aber erwischt. Klingonisch? Ist aber so. Wow. Was ist denn das W? Wir haben Schaden bekommen. W wie Schaden? W weiß ich jetzt gerade nicht. Müsstest du in der Anleitung nachgucken.
Ich fliege lieber nochmal schnell zum Reparieren. Zum Reparieren. Weil wenn der Nitrix. Warp Engines damaged. Ja, your ship will use twice as much energy during warp travel. Das sollten wir schnell reparieren lassen. Ja. Radar destroyed. You can no longer spot enemy fighters on the galactic chart. Your star bases will continue to appear. Then your shields destroyed. Your ship is defenseless. One more hit from enemy fire or collision with a meteor during warp travel will destroy your ship and end the game. Und laser cannons destroyed heißt, you cannot fire at the enemy or meteors. Genau. Ah, die Asteroiden kann man auch abschießen. Ja, ja, die kann man auch abschießen. Ich weiche ehrlich gesagt lieber aus. Ja. Ja, Chekhov, was ist das? Ah, die Laser sind kaputt. Ah, oh, nee, echt jetzt? Ja. Verdammt, dort muss ich sofort weg. Kavalier 27 fragt im Chat, gab es damals eigentlich schon irgendein Star Wars Spiel? Die Melodie bei dem Soundchip würde ich gerne mal hören. Das muss ich gut anhören. Ja, wir haben für den Atari VCS haben wir, es gab glaube ich 4 Star Wars Spiele, 3 davon haben wir gespielt. Auf unserem Kanal unter youtube.virtuallymenschen.de. So heißt das. Du bist wirklich etwas. Ich bin ein bisschen müde gerade, aber das macht nichts. Und wir haben, also Jan und ich haben 3 VCS Star Wars Spiele gespielt, ja. Und der Hagen und ich, wir haben 3 Amiga Star Wars Spiele von Domark gespielt. Genau, also auch einfach auf unseren Kanal gehen und nach Star Wars suchen und da solltet ihr 6 Spiele finden. Opa Money fragt, wenn man das emuliert, wie läuft das mit den Controllern? Also man kann jetzt entweder einen USB-Joystick, einfach einen normalen Joystick verwenden für einen PC, oder es gibt so USB-Adapter, mit denen man dann Original-Joysticks anschließen kann. Treffer! Ja, sehr gut. Mit dem man Original-Joysticks anschließen kann. Ja, da sind schon die Gegner dezimiert. Ich spring mal hier zu der nächsten Station, kann man mal aufteilen. Ja. Und den schwierigeren Level, den machst du dann. Und ich lasse mich aber auch nicht von Asteroiden abgelenkt. Treffen. Durch den Beifahrer abgelenkt. Ja. Naja, wir sind ja zum Reparieren. Genau. Wir sind ja eh... Ah, war ja jetzt nix. So, oh, dann haben wir schon fast gewonnen hier. Und du willst mich das dann versieben lassen? Ja, sicher. Na gut. Nicht direkt auf den Asteroiden zu rasen. Ja, ja, ich war gerade mit dem Gegner. Gegner. So. Hey, Treffer. Boah, ich werde immer besser. One Shot. Gab's noch einen? Ja. So, da. Der blinkt hier. Ah, getroffen. R. Du kannst auf dem Dings dann. Radar ist kaputt. Sehe ich dann den Gegner nicht mehr? Du siehst auf der Sternenkarte, sieht man die Gegner dann nicht mehr. Oh Gott. So. Ich glaube, ich bin erledigt worden. Nee, ich hab ihn erledigt. So. Das Dumme ist, um die Gesamtwertung zu sehen, muss man hier umschalten. Mhm. Das ist nämlich jetzt hier die Gesamtwertung. 3507. Ich glaube, in der ersten Stufe sind 4000 das Maximum, meine ich. Okay, dann war schon ganz gut. Was bei diesen Activision Games ja immer cool war, die haben tatsächlich für bestimmte Highscores, ich weiß gar nicht, ob das hier drin stand, stand es hier, glaube ich, drin, wenn man bestimmte Highscores erreicht hat, das denn? Na, ist ja egal. Also wenn man eine bestimmte Highscore erreicht hat, konnte man quasi ein Foto von dem Bildschirm machen, konnte das einschicken. An Activision schicken und dann haben die für jedes Spiel haben die solche Aufnäh-Patches gehabt, die die verschickt haben. Ah, die man so auf die Jacke oder sowas machen genau, konnte. Ja, genau. Das ist ja cool. Ja. Die sind wahrscheinlich teuer, wenn man die heute irgendwo... Ja, die sind sehr teuer. Allerdings. Ja. Genau. So, Dennis, du bist dran. Okay, das heißt... Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, wo war die Select-Taste hier? F1 oder F2? Eine war Reset, eine war Select. Das ist Reset offensichtlich. Ah ja, genau. 2, 3, 4. Enzym, genau. Das ist die nächste Stufe.
Da sind ja nur ein paar mehr, Dennis. Ja gut. Stell dich mal nicht so an. Also du musst natürlich die, die an Stationsnähe sind, musst du natürlich als erstes nehmen. Mhm. Okay. So, dann einmal. Ja, aber ja, beim Start ist es ein bisschen zäh, so träge, aber wenn es schneller ist, dann geht es eigentlich ganz gut. Du bist jetzt ein bisschen zickzack geflogen, ne? Ja. Oh, mitten rein, Dennis! Yay, super. War es das schon? Ja, das sind immer die Anzahl der Punkte, die um diesen Quadranten rum sind. Das ist immer einer gewesen. Was? Nicht reinfliegen. Ja, ja. Braucht das mehr Energie, wenn man zickzack fliegt? Nee. Ich würde mal tippen auf nein. So. Aua. Du musst gleich noch zu einer Station. Aber ganz schnell. Dein Schild ist kaputt. Ein Treffer und du bist kaputt. Also nächste Station ansteuern. Ja. Also darf ich mich jetzt nicht von einem Asteroiden treffen lassen? Zum Beispiel von dem. Ja. Nicht abschießen, ne? Kann man das? Weiß ich nicht. Könnte sein. Habe ich jetzt nicht vor zu probieren. So, okay. Sehr gut. Dann, aje. Das wird aber ein Kampf. Ja, muss doch eh gemacht werden, oder? Es muss gemacht werden. Es ist ein dreckiger Job, aber irgendjemand muss ihn ja tun. So weit Auto fahren. Eieiei, das bin schon ordentlich zusammen zum Brei geschossen worden hier. Und mit Epilepsie haben wir auch nichts am Hut, da sind wir schon zu lange im Geschäft für. Das hätten wir gemerkt. Na, wo ist einer? Irgendwo muss noch einer sein. Es waren noch drei, ich habe jetzt zwei erschossen. Das blinkt ja auch noch. Ja, okay. Irgendwo ist noch einer. Da. Da. Einfach draufhalten. Du jetzt solltest mal zu einer Station. Zu einer Station, ja. Gute Idee. Auch eine gute Idee, auszuweichen. Ja. Der Cracky64 sagt, eine Epilepsie-Warnung für das Video wäre angebracht. Yeah. Das machen wir dann in der Aufzeichnung. Werden wir das dann nicht abschließen. Yes. Ich war gerade so im Flow. So. So. Komm, was soll der Geiz? Jetzt geht Dennis voll ab. Jawohl, so ist es. Ein bisschen hektisch aus bei dir. Ja, es ist gar nicht so einfach zu steuern hier. Also die bunten Kugeln triffst du ganz gut. Aber schon wieder ordentlich Federn gelassen hier. So, zwei. Einer noch. Und mein W ist kaputt. Ah, der Bock. Ja, das ist nicht so schlimm. Die Station ist ja direkt dabei. Aber du solltest jetzt echt keine Treffer mehr kassieren. Und so. Du solltest jetzt ganz, ganz dringend die Station ansteuern. Ja. Die Schilde sind noch nicht kaputt. Schafft das. Reicht die Energie noch? Ja, so weit ist ja nicht. Mhm. Ja, sollte reichen. Hier, du kriegst viel Applaus, Dennis. Ja, Widerstand ist zwecklos. So. Jetzt sehen wir auch wieder, dass wir doch noch Gegner haben. Aber jetzt mehr so einzelne. Mhm.
Ich will immer zunächst mal drauf zufliegen, ja, wenn ja, da so ein Asteroid kommt. Genau, etwas verwirrend. Erst ballern, dann irgendwie andocken. Ja. Dann ausweichen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob jeder Schuss 100 Energie kostet. Schieß mal denn? Ja, tatsächlich. Mhm. Ah, okay. Deswegen habe ich so viel richtig. Energie verbraucht, weil ja. ich so viel geballert habe. Ja, da muss ich gezielter schießen. Gut okay. gesehen. Ja, genau. Kam der Hinweis aus dem Chat. So, jetzt wieder zurück zum nächsten, ja. bitte. Ja. Das ist so hektisch. Ja, müssen wir hier fertig werden. Du hast hier so da vorgelegt. Schilder, Schilder, Schilder! Oh, Dennis! Das ging jetzt schnell. Genau, der Spaceman 21 hat es richtig gesagt. Wir haben doch keine Zeit. Ja. Aber, ja. Du willst ins Bett, Dennis, ne? Nee, alles gut. Es war... Das kann schnell gehen hier. Ja, das kann schnell gehen. Also, wenn die Schilde kaputt sind, ist halt jeder Treffer. Dann ist halt fatal. Ja. So, ja, ja, das Star Master, aber also wir haben, glaube ich, jetzt wird es einfach nur noch mehr und heftiger, oder? Genau. Oder kommt also, noch was fundamental anderes? Nee, es kommt nichts fundamental anderes. Es werden halt mehr Gegner und es geht hier bei dem Spiel tatsächlich auch um Punkte irgendwie. Ne? Also wenn du Star Raiders dagegen siehst, da sind diese Sternenbasen deutlich schneller irgendwie in Gefahr. Das geht hier eigentlich. Es geht eigentlich eher um Punkte sammeln. Ja. Ne? Es ist jetzt nicht sonderlich schwer gewesen, sage ich mal. Also kein schlechtes Spiel. Es ist, ich fand es jetzt ein bisschen anstrengend, vor allem, weil die Steuerung ist halt, es ist sehr träge, das Schiff. Ja, also da bin ich einfach von Elite oder so anderes gewohnt. Ja. Ja, das war natürlich dann 2-3 Jahre später. Also. Ja, aber und auf jeden Fall System. Ja, anderes System. Und hier aber auf jeden Fall ein früher Weltraumshooter mit, also ich finde das cool, wenn man die Tasten, die dafür eigentlich gar nicht gedacht sind, noch für Zusatzfunktionen nutzt. Da muss man erstmal drauf kommen, dass das geht. Ja. Ja, kann man allerdings dann nicht auf Schwarz-Weiß-Modus umschalten. Nee, aber ist ja schwarze. Geht ja auch nicht, weil du brauchst die Farben ja hier irgendwie auch ein bisschen. Ne? Also, ja, außerdem damals... Hat sowieso keiner gebraucht eigentlich, wer hat schon am Schwarz-Weiß-Fernseher oder sowas? Ja, ja. Also das Star Master für den Atari VCS. Jetzt muss man nochmal sagen, Atari VCS. Also dafür, was der... aus dem VCS haben die ordentlich was rausgeholt. Also auch für spätere Computer oder sowas ist das vielleicht noch etwas selbstverständlicher, aber diese verschiedenen Modi mit dem Hin- und Herfliegen und so, für diese Konsole... Glaube ja, ich, man muss sehr, immer, sehr gut man gemacht. Man muss immer die Zeit sehen und man muss das System angucken, irgendwie, um das wirklich schätzen zu können. Und das ist halt vom Gameplay ist es wirklich toll, muss man schon sagen. Es spielt sich vielfältig. Also, ja, also und, für die Zeit. Und du kommst schnell rein. Ne? Also ja. Du brauchst ja echt eigentlich hier, du hast zwar zwei Dokumente irgendwie zum Lesen, aber eigentlich kannst du sofort spielen. Irgendwie, ne? Hat aber trotzdem Spieltiefe. Und das ist halt echt cool. Genau. So, also so viel zu Star Master, dem Star Raiders Klon von Activision. Activision ja heute noch im Geschäft als Activision Blizzard. Also das war eine gute Entscheidung damals von Atari wegzugehen und eine eigene Firma zu machen mit eigenen Spielen. Ja. Hat sich für die auf jeden Fall gelohnt. So, ich hoffe, für euch hat sich das Zuschauen gelohnt. Wir bedanken uns auf jeden Fall wie immer herzlich dafür und sehen uns dann bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ad Astra. Bis dann. Tschüss. 3. Ah. Dead. Wie tot. Tot. Ich sagte doch, ich habe keine Lebensenergie. Was machst du ja, denn? Du machst das. Du hast noch 51. Ja, ja, klar. Aber ich kann leider nicht schießen, wie du weißt.